Om Berg, so heißt der Gewinner der ersten Baskets-Grundschul-Challenge für zweite und dritte Klassen aus Bonn und Umgebung. Ein Projekt der Deutschen Telekom und der Telekom Baskets Bonn in Kooperation mit der Stadt Bonn. Om Berg hatte sich im Finalspiel um Platz 1 mit 22:11 gegen die Marktschule durchgesetzt. Das ist ein ganz toller Abschluss der Grundschul-Challenge. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Eine Riesenstimmung hier im Telekom-Dom. Wir hatten insgesamt 1600 Kids dabei. Die Besten sind heute hier. Mit Oma und Opa, mit Kind und Kegel, den ganzen Familien, ihren Freunden. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten, diese Begeisterung. Rückblick. Für die rund 1600 teilnehmenden Schüler hatte im Sommer vergangenen Jahres zunächst die Trainingsphase inklusive Profitrainings mit Spielern der Telekom Baskets begonnen. 8 Stationen galt es zu trainieren, vom Seilspringen bis zum Korbleger aus der Bewegung. Auf die Trainingsphase folgte ab Ende November die eigentliche Challenge zwischen den Schulen, von denen sich die besten 8 Mannschaften für das Finalturnier qualifizieren konnten. Die Kids waren das ganze Jahr mit richtig Feuereifer dabei, egal ob Training oder Challenge. Und man hat gesehen, mit wie viel Ehrgeiz, aber man hat auch gesehen, wie viel Spaß das gemacht hat. Am Finaltag galt es für die 8 Finalisten am Vormittag zunächst eine möglichst gute Gruppenphase zu absolvieren. Und dann hieß es im Telekom-Dom Bonn, großes Finale um die Plätze 1 bis 8 der Baskets-Grundschul-Challenge. Begleitet von einem bunten Rahmenprogramm mit DJ, Hallensprecher, Dance-Team und Bonnie. Ich drücke euch allen die Daumen, wenn auch nur einer gewinnen kann. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Gewinn, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und jetzt hier gleich im Telekom-Dom Basketball spielen könnt. Nachdem die Schulen zu Beginn der Finalspiele mit je einem Teilnehmer noch wertvolle Extrapunkte sammeln konnten und im Anschluss ihre Spiele ausgetragen hatten, lautete das Finale um Platz 1 Om Berg gegen Marktschule. Wir sind eigentlich auch unter der Maßgabe hergefahren, so weit wie möglich zu kommen. Und wenn wir jetzt schon im Finale sind, dann wollen wir natürlich auch das Finale gewinnen. Ja, die Freude ist riesig, die Kinder sind total motiviert und gewinnen hoffentlich. Im Finale legte Om Berg sofort ein hohes Tempo vor und zog schnell davon, bevor die Marktschule zumindest zeitweise den großen Abstand etwas verkürzen konnte. Am Ende aber ein klarer Sieg für Om Berg mit 22:11. Om Berg, ein würdiger Sieger der ersten Baskets-Grundschul-Challenge, der mit Urkunden, einem Geldpreis von 500 Euro für die Klassenkasse und einem exklusiven Spieltagsbesuch bei den Telekom Baskets belohnt wurde. Kein Wunder, dass sich die Om Berg-Schülerinnen und Schüler begeistert zeigten. Ich finde es gut, dass meine Freunde mir das Geburtstagsgeschenk gemacht haben. Wir haben gewonnen! Das war schwer gegen unsere Gegner. Und aber wir haben es geschafft. Auch für den zweiten und dritten Sieger gab es neben wohlverdienten Urkunden einen Geldpreis und für alle reichlich Autogramme und Fotos mit den Stars der Telekom Baskets. Die erste Baskets Grundschul-Challenge rundum ein erfolgreiches Projekt. Grund genug für die Veranstalter, bereits jetzt für die Zukunft zu planen. Das war ein so großer Erfolg, die erste Grundschul-Challenge, die wir durchgeführt haben mit den Baskets, mit der Stadt Bonn. Wir wollen das auf jeden Fall fortsetzen und wir sind sicher, dass wir dann auch wieder ganz viele Schüler da und Schulen dafür begeistern können. Und wir tun etwas für den Basketball, wo wir Nachwuchs brauchen. Wir tun etwas für die Kinder, die können sich bewegen. Damit tun wir auch etwas für die Gesundheit. Und das alles zusammen ist eine ganz, ganz großartige Sache.